wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Und wie angekündigt ist mein Gast heute der Wirtschaftskriminalist oder Korruptionsbekämpfer, zumindest der prominenteste Korruptionsexperte Deutschlands. Ich grüße Sie, Uwe Dolater. Wunderschönen guten Abend in Berlin. Wir haben uns in Berlin getroffen, obwohl ich aus Erlangen und Sie aus Würzburg kommen. Haben gerade auch gesagt, wir wollen nicht ins Fränkische abfallen. Korruption in Deutschland, das ist mein Thema heute und ich glaube, Sie können mir da weiterhelfen. Erstmal würde ich zur Begriffsklärung, was ist Korruption per Definition? Also da gibt es eine sehr große Definitionsfülle, ein Wirrwarr auch. Aber Peter Eigen, das ist der Chef der Weltbank, der später dann auch Transparency International gründete, der hat mal gesagt, Missbrauch von Macht zu privaten Zwecken. Missbrauch von Macht zum eigenen Vorteil zu privaten Zwecken. Und das ist für mich eigentlich der am besten griffigste Begriff. Man sagt dann immer, da steckt keine Rechtsgeschichte dahinter, etc. Es wird also dann immer juristisch formell. Das nützt aber wenig, um es zu begreifen. Ich glaube, das ist eine gute Schablone. Man muss eine Gelegenheit haben, man muss einen Geber, einen Nehmer haben. Und wenn man dann damit etwas erreicht, worauf eigentlich kein Rechtsanspruch besteht, dann ist es Korruption. Ich will es in einige Teile aufteilen und würde gerne in der Politik anfangen, in der Lokalpolitik. Da fängt es ja schon an, nehme ich an. Also, wie kann denn ein Stadtrat zum Beispiel korrupt sein? Gut, da gibt es immer wieder übrigens auch interessante Urteile, weil Stadträte sind oft zum Beispiel auch Aufsichtsräte von Amts wegen in kommunalen Unternehmen, weil man den Private Partnership ja in Deutschland sehr große Standwerke und Müll, Sparkasse und was es alles gibt. Und da ist also hat ein Berliner Gericht einmal auch festgestellt und es wurde höchstgerichtlich dann auch bestätigt, ist er dann in einer Funktion als Amtsträger, weil die braucht man eigentlich, um die klassische Korruption an den Tag zu legen, also sprich im staatlichen Dienst auch tätig. Und dann kann er sehr wohl auch Entscheidungen treffen für, oft sogar geringe Beträge, etwas in eine Richtung zu bringen. Und ganz praktisch jetzt, was Verkauf von Stadtwerken oder noch kleiner? Also ja, wir haben zum Beispiel, was mache ich mit in Stadtwerken erlangtem Geld, das im Moment gerade auf der Bank liegt und geparkt werden müsste oder gut angelegt, eigentlich mündelsicher, weil es ist ja nicht meins. Und dann kaufe ich Zinsswaps, also ich wette damit, um wieder anderen Geldinstituten einen Gefallen zu tun, sagen wir einfach so. Und dafür werde ich hofiert, dafür bekomme ich unter Umständen Vergünstigungen und gehe mit diesen Geldern dann, ich nehme zum Beispiel, was ja quer durch Deutschland passiert ist, und gehe damit dann sehr unsicher und sehr fahrlässig um. Und schon sind wir im Bereich der Korruption. Wenn hier für eine Gegenleistung, und er ja dagegen verstößt, dass er mit dem Geld, was er eigentlich in Form der Stadt, der Kommune dementsprechend verwenden müsste, anlegt. Es wird dann etwas komplizierter, aber weil man ja auch sagen kann, okay, er hatte einen guten Vorsatz und meinte, wenn ich es nur aufs Sparbüchle lege, dann bekomme ich ja weniger Zinsen, also sollte ich damit auch etwas tun. Man kann es auch sehr gut verkaufen, aber im Endeffekt ist ja in großen Bereichen damit viel Schindluder getrieben worden und es ist einfach viel Geld in den Sand gesetzt worden. Oder auch Cross-Border-Leasing, also sprich, ich verkaufe von den Stadtwerken die Gleise, die Kanalisation und in Steuerschlupflöcher zum Beispiel nach New Jersey, mittlerweile eingedämmt, aber es gibt auch noch andere, Delaware und etc. und lease die wieder zurück, also miet meine eigene Straßenbahn und mache alle solche Geschichten. Und die nützt natürlich vielen Menschen, bloß nicht vielleicht unbedingt dem Bürger, den ich vertreten sollte. Und da sind wir also knallhart in einem Geschäftsgebaren, was ich nicht gut heißen kann. Wie finden Sie kommunal sowas raus? Sie sind ja Polizist und gehen diesen Fällen nach. Googelt man da oder Wikipedia oder wie findet man das raus?
Ja gut, unser größter Zuträger sind an und für sich Whistleblower, also Snowden, ja, würde man jetzt im Moment sagen. Also Mitteiler, die, weil wir selber sitzen ja übertrieben gesagt nur am Schreibtisch vor unserem Bildschirm und es sind ja keine Hellseher. Also muss es irgendwie zu uns kommen. Und in dem Fall bekommen wir Mitteilungen auf verschiedenster Art, anonym, nicht anonym, ausgefeilter. Dann gibt es aber auch großes Motiv, die Rache. Zum Beispiel Geliebte, die frustriert ist und auspackt. Oder es gibt Betriebsprüfungen, was früher getrennt war, mittlerweile eine neue Gesetzlage ist, wo der Betriebsprüfer feststellt, Moment, hier ist etwas nicht plausibel, das melde ich mal und dann überprüfen wir das. Oder auch der Kommissar Zufall und der Dominoeffekt. Also wenn man irgendwo mal drin ist, dann kommt eins nach dem anderen, dann hat man also praktisch bis zur Pension zu tun. Okay. Das ist die lokale Ebene. Wie ist es auf Bundesebene? Wir haben jetzt ein neues Parlament, die FDP ist raus, ist damit die Korruption auch raus oder sind die anderen Abgeordneten auch irgendwie betroffen? Ja. Kann man das an der Partei festmachen, dass eine Partei korrupter ist als die andere? Nee, wir haben ja große, wir haben in Deutschland, wir sind ja nicht festen Regeln unterlegen. Also auch in der Korruption nicht. Wir haben einen Lobbyismus. Ich würde sagen, wir haben eine Lobbykratie. Oligarchie würde ich noch nicht sagen. Also ich will damit zum Ausdruck bringen, dass wir sehr starken Lobbyismus in Berlin vor allen Dingen, also nah am Parlament. 5.000 Lobbyisten. Genau, 5.000 in Berlin, 25.000 in Brüssel. Also überlauern, die kommen auch mal nach Berlin. Und die lauern auch woanders. Es gibt eine Klientelpartei, vielleicht die näher an den Lobbyisten dran ist, Hotel und so weiter. Wir wissen ja, was gemeint ist. Aber deswegen sind die anderen nicht weniger. Wir haben Parteispenden, wir hatten Parteispendenaffären, wir hatten... Der Spiegel titulierte mal vor vielen Jahrzehnten schon, Deutschland versinkt im Sumpf der Korruption und hatten dann nach dem Krieg diese großen Affären. Da waren sie noch gar nicht gesetzlich greifbar, weil wir noch gar nicht die Paragraphen hatten. Da war es dann Steuerhinterziehung vielleicht oder sowas. Also es hat nicht als Korruption in dem Sinn zwar schon den Titel gehabt, aber noch gar nicht verfolgt. Aber es ist jetzt ja nicht so eine Amigo-Geschichte. Also es ist klar, dass so eine FDP mehr Gelegenheit bekommt als die Linke. Also die werden jetzt nicht von Mövenpick gesponsert oder so. Ja, aber die anderen haben halt andere Chancen. Die CSU hat halt die Verwandtenaffäre oder solche Geschichten. Ja, also auch eine, es hat jeder so seine... Genau darauf würde ich ganz praktisch jetzt eingehen wollen. Wie schaut Korruption konkret im Moment aus mit den Parlamentariern, die wir in Deutschland haben? Wie kann man die bestechen? Also ist ja nicht mehr wie bei Schäuble, dass man irgendwie einen Geldkoffer hinbringt, sondern welche Formen, Methoden gibt es, Abgeordnete zu bestechen? Ja, leider gäbe es diese sogar noch. Also ich versuche es auch immer zu sagen, diesen Geldsack, diesen imaginären Dukatensack, wenn wir einem ausländischen Amtsträger, Minister irgendwo um eine Hochgeschwindigkeitsbahn in Nordkorea zu erreichen und denen das dann zuschieben oder ihm auf den Tisch stellen, dann wird man in Deutschland verurteilt. Ja? Würde ich denselben Millionensack einem deutschen Politiker auf den Tisch stellen, wäre es nichts. Das ist ja das Schizophrene. Wir haben ja dafür gar keinen Paragraph. Wir müssten es anmelden und jeder, der sagt, was, der nimmt so viel Geld. Ja? Also wie jetzt vielleicht im Wahlkampf im Moment gerade ja, dem SPD-Politiker um die Ohren geflogen ist. Moralisch verwerflich, aber wir können ihn gar nicht hinter Gitter bringen, weil die Abgeordnetenbestechung, wo uns die ganze Welt anprangert und sagt, mit dem Finger auf uns deutet und sagt, ja, ihr wollt immer vorne weg mit der Korruptionsbekämpfung, aber neben Saudi-Arabien und Libyen seid ihr im Moment noch die Einzigen, die eine Abgeordnetenbestechung zulässt. Nur den direkten Stimmenkauf, den verurteilen wir. Aber wer macht das schon? Da haben Sie vollkommen recht. Also ich müsste hingehen und sagen, zu dir, wie damals die Affäre beim konstruktiven Misstrauensvotum mit Rainer Barzel. Da gab es den Paragraph noch nicht, aber die Tat, also da haben halt die gesagt, gut, stimmen für den anderen Kanzlerkandidaten, Christus und so viel D-Mark. Aber heute findet es natürlich mit Beraterverträgen statt. Was ist ein Beratervertrag? Davon hört man immer.
Ja, das ist nichts anderes, als dass man in die Buch, keine Buch, keine, wie sagt immer der Buchhalter so schön, keine Buchung ohne Beleg, also ich brauche irgendeinen Beleg. Ja. In der VW-Affäre war er ja sogar mit Prostituierten belegt, die dann als Berater tituliert wurden, um Verkaufsveranstaltungen zu fördern. Da steht dann irgendwie drauf, da steht oft sogar wortwörtlich drauf, Beratung für entweder Verkaufsförderung oder auch um Märkte zu erschließen oder auch um Wege zu bereiten. Also wenn ich zum Beispiel eine Dependance in Russland aufmache, weiß ich ja gar nicht, wie das funktioniert und wen muss ich mich wenden, wo sind Grundstücke frei etc. Also zum Beispiel im Bereich der Wirtschaftsförderung und tituliere das als Beratung, meine das aber gar nicht, sondern begehe eben in dem Fall, den wir uns jetzt imaginär vorstellen, knallharte Korruption. Oder die Frage wirklich, wenn ich auf die Abrechnung schreibe, meine Ehefrau hat meine Reden geschrieben und bekommt deswegen monatlich eine Summe X als Beraterin sozusagen. Das ist eine Farce. Also wirklich, wenn man dahinter schaut, weiß man ganz genau, tolle Frau, aber leider biedende Hausfrauen bestimmt kein Flaggschiff für Redenschreiben. Also das ist ein Beleg, der unrichtige Dinge darstellt. Das ist entweder sogar mit Verträgen dann hinterlegt, das gibt es auch, oder eben nicht, dass es nur einfach von Haus aus dasteht. Also eine ganz einfache Angelegenheit eigentlich. Die würde in der Plausibilität nicht durchgehen. Man würde dann immer sagen, auch in anderen Bereichen, na, aber das ist ein bisschen viel Geld für diese Leistung. Und dann ist es nicht plausibel und dann fällt es uns auf. Es ist ja so undurchsichtig, dass jemand wie Sie da nicht immer durchblicken kann, oder? Ja, klar. Ich blicke in vielen Bereichen nicht durch. Man muss sich in jede Sparte einarbeiten. Ich war zum Beispiel, wenn ich im Gesundheitswesen hatte ich mich etwas spezialisiert, da musste ich mich erst überhaupt einfinden. Mittlerweile begegnet mir das im täglichen Bereich. Wenn ich heute in ein Krankenhaus gehe und der Professor sagt zu mir, ja, dann tun wir die Galle raus, die brauchen sie eh nicht. Dann kann ich schon erfahren, haben Sie gerade eine Studie mit über Gallen oder brauchen Sie einen Schein für Fachärzte, weil Sie so schnell beim Messer sind. Jetzt merkt man allein, wenn man weiß, auch welche Dinge jeweils in dem Bereich sich abspielen, wenn man mit Antennen durch die Gegend geht, merkt man sofort eigentlich. Sie haben gerade die Verwandtenaffäre in Bayern angesprochen. Sie sind Staatsbeamter. Haben Sie da keine Angst? Also haben Sie da nicht Angst, das so in den Gesprächen in der Öffentlichkeit anzuprangern, wenn Ihre quasi Chefs da mithören? Nein, ich sage ja nicht etwas, was jetzt ein Geheimnisverrat wäre, das darf ich natürlich nicht, sondern das ist ja sogar mehrfach publiziert. Man könnte also als interessierter Bürger, der Zeitung liest, der dementsprechende Fernsehsendungen sieht oder sich durchgoogelt, könnte ja das alles in Erfahrung bringen. Ich bündel es nur manchmal etwas, aber es ist natürlich nicht beliebt, dass einer aus den eigenen Reihen... Ja, jetzt unter uns, wir kommen aus Franken, wir kennen Beckstein, wir kennen Hermann. Wie nehmen die das auf, wenn da einer aus dem eigenen System so Dinge offenbart und offenlegt? Ja, früher war es schlimmer, muss ich sagen. Beckstein war schlimmer? Die Zeit Beckstein. Beckstein selber auch. Ich habe mich mit Beckstein schon sehr schnell auch immer gestritten, weil er Dinge oft sehr, sehr flach dargestellt hat. Also er hat so als schwarzer Sheriff die innere Sicherheit gepachtet gehabt und hat den Leuten vorgegaukelt mit Kriminalstatistiken, die nur eine reine Arbeitsstatistiken sind, dass die Welt in Ordnung ist und wir alle in der Sicherheit leben. Und das hat mich praktisch fast in den Wahnsinn getrieben. Und da waren wir immer sehr schnell natürlich bei der Sache. Aber
mir ist so ein offener Angriff heutzutage sogar lieber als dieses perfide. Ja? Viel ist ja heute auch bekannt, wird zugegeben, wird bestätigt. Ja, also wenn Seehofer zum Beispiel mir sagt, ja, stimmt, hat er vollkommen recht, dann ist mir das suspekt, weil da erwarte ich eigentlich einen Aufschrei in der Bevölkerung und der findet mir zu wenig statt. Also Sie wollen, dass er direkt als gestandenes Mannsbild einem die Meinung sagt? Ja, durchaus. Und dann kann man auch bewerten. Ich meine, wir hatten ja, wenn mir der Schlenker erlaubt ist, wir hatten jetzt eine bayerische Landtagswahl und hatten davor ja gerade diese Affären, die in diese Richtung gingen und eine absolute Mehrheit war die Antwort. Also die Frage immer, die ich mich schon stets stelle, seit Franz Josef Strauß, wo ich immer wieder entgegengesagt bekam, Hund Sancho, wo also solche Wirtschaftskriminelle, und das sind sie eigentlich, bewundert werden, das ist ein Phänomen, das ist ja ungefähr wie wir bei Italien Berlusconi nie als verständlich rüberkommt, das verstehe ich nicht. Also, es ist nicht meine Mentalität. Wenn wir in Bayern bleiben, es heißt ja, es sind Hunde, aber es sind unsere Hunde und die beißen für uns. So. Woher kommt diese Ehrerbietung vor diesen Machenschaften? Sie wissen es selber nicht. Sie haben ja mit Kriminellen zu tun. Also, es sind ja, haben wir vorhin flapsig gesagt, das sind Ihre Klienten. Wie ticken die? Also sind die so spannend? Bewundert man so einen Franz Josef Strauß, der da in solche Machenschaften eingebunden ist, als Bürger? Als Bürger schon. Als Wirtschaftskrimineller gibt es verschiedene Motive, je nachdem, in welchem Bereich man auch zu Hause ist. Also zum Beispiel bei den Amtsträgern, bei den vielen, die ja auch die Korruptionsstatistiken füllen, weil sie einfach am ehesten den Tatbestand erfüllen. Den klassischen Amtsträger, Paragraph. Und da ist es oft verkannte Genie. Also ich müsste eigentlich längst schon befördert sein. Es hat nur mein Chef noch nicht begriffen und die Welt sowieso noch nicht. Und deswegen verlange ich für einen Bauantrag halt mal einen Krügerrand oder mal 100 Euro. Und dann bessere ich mein Gehalt auf und dann verdiene ich so viel, wie ich eigentlich als... Ich habe mit Edelmetall gearbeitet. Ja, Krügerrand war oft ein beliebtes Zahlungsmittel. Also da ist ein anderes Motiv als zum Beispiel jetzt in der freien Wirtschaft, der oft auch, wenn man sich so große Manager anschaut, die über relativ geringe Summen stolperten, die sie als Korruption nahmen. Ob das jetzt im Rennstall war oder woanders auch. Die erzählten dann oft, dass sie dieses Verruchte interessierte. Also Jekyll and Hyde oder auch in Kreisen unterwegs zu sein, in denen man normalerweise nicht ist. Also so der klassische Anzugträger, der nachts Sadomaso betreibt. Ja, also immer das außer sich sein, das andere zu wollen, weil anders von den reinen Summen wird sich ja auch als sogar dumm und töricht darstellen. Und bei wiederum anderen ist es, dass wir uns losgelöst haben bei den Managern von der Motivation, dass sie sich mit der Firma identifizieren. Das habe ich mal von einem plastisch geschildert bekommen. Das war für mich ein Aha-Effekt, der mir sagte, als ich noch so Gehalt damals bekam von 20.000, da habe ich mich noch um die Firma gekümmert, um das Produkt, um die Mitarbeiter, um die sozialen Gefüge, Betriebskindergarten, keine außergewöhnlichen Kündigungen etc. etc. Als ich dann in die Sphären kam, so 200.000 monatlich, dann hat mich das alles überhaupt nichts mehr interessiert. Also wenn die Gier einsetzt, setzt der Verstand wirklich aus. Weil dann ist es gerade umgedreht. Man meint ja, viele Korrupte in anderen Ländern zum Beispiel, die nehmen, um überleben zu können. Aber in unseren Bereichen ist das Ganze gar nicht der Fall. Da gönnt man sich etwas, was man sich sonst nicht gönnen würde. Ob es auch ein Schwarzgeld ist, das die Frau nicht wissen darf oder irgendein Hobby oder etc. etc. Glauben Sie, es hat einen Einfluss auf junge Menschen oder überhaupt auf die Bevölkerung, wenn wir in Parlamente gucken und da wissen wir, da gehen die Besten der Besten hin, um uns Volks zu vertreten und von denen wissen wir, die machen sowas.
wird es für uns legitimer als Bevölkerung, auch das zu machen, auch korrupt zu sein? Ja, ja, das ist die große Gefahr. Weil der Mensch, das wissen wir seit der Bibel spätestens, lebt ja immer nach Vorbildern und was er erlebt. Er glaubt ja nicht unbedingt das, was man ihm sagt. Und wenn er immer wieder erlebt, dass welche, die in Gestaltungspositionen sich befinden, Dinge tun, die ich mir nie erlauben würde, dann überlegen sie, einer sagt, ich bin doch nicht blöd, das möchte ich also auch machen. Oder der andere sagt, scheinbar ist das bei uns legitim oder sogar, man kommt weiter. Also der Ehrliche ist der Dumme. Und wenn das einmal eintrifft, dann verschwindet unsere Moral und dann haben wir mit diesen Phrasen immer, die wir sagen, altes Europa mit ihren Werten, große Schwierigkeiten, weil dann stimmt es nämlich nicht mehr, dann gerät es aus dem Fugen und... Ja, vielleicht doch. Es gab ja auch ein Florenz unter Machiavelli. Das sind auch alte Werte von Europa. Und das ja, aber Machiavelli hat ja damals auch schon beschrieben, was man macht. der hat es mehr gemeint, dass man dem Volk nach dem Mund redet. Gell? Heute ist es ja sogar noch so brüsk und dreist, dass man macht, was man will oder auch nicht macht oder gar nichts macht. Alle solche totalen Aussetzer. Aber auf jeden Fall nicht die Vorbildfunktion, die man jetzt rüberbringen möchte und dem anderen dann sagen möchte, schnall den Gürtel enger, weil wir in Deutschland wieder das Bruttosozialprodukt steigern müssen. Sie haben gesagt, die wahre Korruption findet in Unternehmen, in der Wirtschaft statt. Da wird gelächelt über was Politiker eigentlich stolpern, über Dienstwagenaffären und so weiter. Um welche Summen handelt es sich da und wie findet Korruption da bei den Unternehmen statt? Na gut, wir können jetzt zum Beispiel mit den Siemens-Zahlen operieren, weil da haben wir es schwarz auf weiß, zumindest lang nicht das, was insgesamt gezahlt wurde, weil es wurde ja nur die nicht verjährte Zeit aufgearbeitet. Aber da geht es in die Milliarden und ungefähr... Witzig, wenn ich Sie unterbreche, der Pira, der wird hochgelobt, also in meiner Heimatstadt, das nimmt ihm keiner übel. Ja klar. Das ist irre, aber Entschuldigung. Ja, nee, das ist ja das Problem. Ich meine, er wäre ja auch fast unser Bundespräsident geworden. Er war mal dafür im Gespräch. Also auch heute noch danach sagt man nicht, gut, es sind jetzt Menschen, die Wirtschaft... Weil was hat Siemens genau gemacht? Also nochmal, um es zusammenzufassen. Ja, Siemens hat Aufträge an Land gezogen, wofür sie Gelder bezahlt haben, vor allen Dingen auch an Länder und an Leute in den Ländern. Im Moment haben wir gerade Griechenland so schön in der Diskussion, um einen Auftrag zu bekommen, den man also außerhalb der Geschäftsgebaren, die man an den Tag legen sollte und natürlich auch der buchhalterischen Abwicklung sich bewegt. Jetzt bringe ich Sie mal in die Zwickmühle. Was sagen Sie zu den Leuten, die sagen, ja, wenn wir es nicht machen, machen es die Chinesen? Ja, das sagen sie ja immer alle. Früher hat man es in Deutschland sogar gesagt, als ich bei den Werftarbeitern oben war, haben die gesagt, wenn wir nicht schmieren, gehen wir pleite. Ich weiß ja, in vielen Vorträgen, ich habe dann 2 Jahre später immer gefragt, wo sind jetzt diese Firmen? Und die waren auch pleite. Also die haben zwar bezahlt, aber es ist ja, so eine Korruption ist ja oft auch eine Erpressung. Also man begibt sich erst einmal mit einem Eintrittsgeld in einen geschlossenen Kreis, auch im Kartell, was der Zwillingsbruder der Korruption ist. Dann ist man drin, dann ist man erpressbar, dann muss man immer bezahlen, muss immer mehr bezahlen, muss immer mehr Leute bezahlen, bezahlt auch viel für Unsinn. Zum Beispiel an Diktatoren in Gussstaaten, die dann am Schluss keine gebracht haben, was man sich erwartet hat. Beispiel. Oder in andere Bereiche auch. Und irgendwann kippt es. Es kippt ja, weil es ja eine Art von Erpressung ist. Und wenn man sich in diesen Kreis begibt und der Kreis dann immer so zwischen Illegalität und Legalität sich bewegt, dann ist die Frage nur eine Frage der Zeit, wann es überschwappt. Wir haben das übrigens auch, wenn man die Schwarzarbeit zum Beispiel auch als eine Form über Korruption, wenn man weg vom juristischen Begriff geht, kann man ja in viele Bereiche hinein. Wenn man in Deutschland eine Gesetzgebung macht, dass die Schwarzarbeit automatisch sich fördert, also wo jeder fragt, brauchst du eine Rechnung oder Quittung, oder? Dann erzeugt man ja solche Dinge und die sind oft auch gewollt. Also wir hatten in Deutschland eine Zeit, wo wir die,
die Korruptionsgelder steuerlich abschreiben konnten. Dann weiß ich, der Staat subventioniert doch Korruption. Er will das doch sogar, weil er lässt ja 50% war damals der Steuersatz, die Hälfte praktisch vom Mitbürger bezahlen. Und alle diese Verschiebungen sind also schon auch wieder, und dann sind wir wieder bei der Politik, politisch gewollt. Also nicht nur die direkte Korruption, die an den Politiker herangetragen wird, ist schädlich. Und sowieso, wenn man sich alles kaufen kann, auch eine Stimme, dann ist man in der Demokratie ja verloren. Ja? Weil dann haben wir ja keine Demokratie mehr. Aber auch anders gesehen, die indirekte Korruption, also die dann besagt, man verhält sich in der politischen Gestaltung so, dass man bestimmte Dinge flächendeckend zulässt, dann zerstört man ein Staatssystem oder bringt es dahin, wo es eigentlich nicht sein sollte. Und die Amerikaner haben uns damals... Die OECD, also Wirtschaftspakt OECD, hat uns als korruptestes Land der Erde bezeichnet, das war 1995. Und die Amerikaner haben, Theo Weigel war damals der Finanzminister, auf die Anklagebank gezerrt, imaginäre in Washington, und haben gesagt, ihr verzerrt die Weltmärkte mit eurer Korruption. Jetzt haben also, da waren die Chinesen noch nicht dabei, weil sie in dem, damals waren wir auch noch Exportweltmeister ja lange Jahre, haben aber trotzdem Weltmärkte. Sie, die Amerikaner, hatten vorneweg schon größeren Schutz und größere Möglichkeiten und müssen sich auch authentisch daran halten. Und deswegen hat sich dann der Markt verschoben. Heute, wenn Sie jetzt China ansprechen, ist es ja genauso. Wir haben ja heute nicht deswegen, bloß weil in China übrigens sogar die Todesstrafe auf Korruption steht und ich von China sogar einen Orden verliehen bekommen habe, der Korruptionsbekämpfung, weil ich einige Amtsträger hier in Deutschland ausgebildet habe im Wasserwirtschaftsbereich. Aber nicht authentisch dagegen vorgehen, sondern eben, wie wir uns sehr schnell vorstellen können. Korruptionsbekämpfung als Exportgut. Genau. Also, ja, also da müssen wir vorsichtig sein, ja, dass wir das in 1:1 auch glauben, was da der Fall ist. Da ist ja viel Schauspiel dabei. Aber wenn wir uns den Energiemarkt, den Solarmarkt anschauen, da finden ganz spannende Dinge statt, obwohl wir sagen, wir lassen Korruption in bestimmten Bereichen zu. Der Markt hat mehr Gesichter als nur die Korruption. Also das Argument, wenn ich nicht schmiere, schmiert ein anderer, stimmt kurzfristig. Kann sein, weil in einem bestimmten System, zum Beispiel in der Automobilbranche, kommen sie ohne Eintrittsgelder in den Kfz-Teile-Zuhandel, in den vielen kleinen Bereichen, die ja der Autoindustrie zuarbeitet, ohne Eintrittsgelder gar nicht rein. Das sagt sogar, also nicht ich, sondern das sagt ihre eigene Automobilforschungsgruppe. Und schon das Eintrittsgeld ist eine Korruption. Und dann bekommen sie aber mitunter, dann fällt nämlich vieles daneben auch weg. Sie bekommen nur einen bestimmten Teil, der qualitativ natürlich schlechter ist. Weil er muss ja dafür weniger bezahlen. Er ist in einem erlesenen Kreis drin, muss jetzt wie in vielen Fällen keine Garantie, keine VL und alles beachten. Dafür zahlt er ja Korruption, dass er keine Qualität liefert. Dann fällt er auf der Gegenseite, wie im Kfz-Handel, eine große Automarke mit einem Stern vorne dran hatte, die Controlling sogar weg. Das Auto wird grottenschlecht und dann begreift man erst, das sind ja alles die Auswüchse der Korruption und steuert dann allmählich dagegen und hat große Mühe, das Image wieder zu bekommen, weil ein verlorener Kunde... Wie schwer ist es dann, wenn alle drin sind, aus dieser Atmosphäre der Korruption wieder rauszukommen für jemanden? Ja, es ist schwer. Ich meine, Siemens hat ja gesagt, und Löscher, also von Bierer, weil wir es vorhin angesprochen haben, der hat gesagt... Heranklotzen um jeden Preis, meine Soldaten und ja, also da war zwar Compliance auch schon Thema, wir wussten aber, dass in der ersten Welle Compliance sogar missbraucht wurde, um Geldwäsche zu betreiben, also sie haben es noch perfider gemacht. Dann haben sie in der zweiten Welle wieder die Korruptionsfälle gehabt, dann haben sie gesagt, so jetzt machen wir also nicht freiwillig, sondern natürlich, weil die SEC gesagt hat, ihr werdet vom New Yorker Börsenplatz gefegt, wenn ihr euch nicht endlich mal umstellt und auch uns was liefert. Köpfe müssen rollen. Gell? Ihr müsst strukturell und ihr müsst Compliance ausbauen. Heute hat Compliance 600 Compliance Officer. Aber Lösch hat dann gesagt,
lieber einen Auftrag weg, als dass wir uns noch einen mit Korruption heranholen. Und da haben ja die Aktionäre, und da kommen wir ja zu der Frage, die Sie vorhin hatten, warum ist da so ein Feuer dahinter, dass man sagen, Hund, Sancho, lass die doch, die bringen ja Geld rein. Weil ich meine, als Aktionär in der Aktiengesellschaft will ich ja als erstes Rendite. Wie die das da fertig bringen, ist mir jetzt erst einmal sekundär. Befördert der Kapitalismus die Korruption? Ja, natürlich. Also diese Art von Korruption auf jeden Fall. Die Diktatur hat eine andere. Und der Sozialismus hat eine, also wenn er jetzt in der reinen Form da wäre, oder auch der Kommunismus hat andere Formen. Ja? Da könnten wir uns dann auch über uns unterhalten, über die Erfüllung von Jahresplänen oder so Geschichten. Aber der Kapitalismus hat ein anderes Gesicht. Können wir uns jetzt unterhalten, was verwerflicher ist. Aber da ist es ja legitim. Also da wollen die sogar, da sagen die sogar, nein, das muss, lass sie doch. Und wir hatten auch ganz interessante Gerichtsurteile in Nebenkriegsschauplätzen, die uns da gesagt haben, zum Beispiel Siemens hat ja nur einen bestimmten Teil in der Gänze von Umsätzen, die Siemens macht, war die Korruption doch marginal. Also übersehen, können wir sie doch ganz weglassen, weil ja der ehrliche Aktionär gemeint hat, hätte ich gewusst, dass die Bilanzen gefälscht sind, waren ja dann falsch, weil da falsche Belege drin waren, also eine unrichtige Buchhaltung. Hätte ich gewusst, dass die ganzen Hochglanzprospekte, die mir zur Entscheidung dienten, um die Aktie zu kaufen, in Gänze, in der Reinheit gewusst, hätte ich keine Aktie gekauft. Die haben sich ja Bedrohung gefühlt und die sind auch vor die Handelskammergericht in München gegangen. Da fiel dann dieses Urteil, da haben sie auch mal geschaut, dass man so auch sehen kann. Die anderen wiederum haben gesagt, es ist mir vollkommen egal, ob sie die Rendite stehen. Also was ich damit sagen will, ist, dass es in Gänze stimmen muss, aber der Staat muss dann auch dabei bleiben. Also ich meine, ich habe jetzt Amerika oder die Vereinigten Staaten als Vorbild mal genommen in der Phase. Ich kann sie aber auch wieder dann sagen, zum Beispiel große Gedanke innerhalb der Korruption, dies ans Licht zu bringen, ist der Whistleblower. Wir haben in Amerika einen großen Whistleblower-Schutz, da bekommt man sogar Prämien ausbezahlt, wenn man verrät. Bei uns fällt es eher im Denunziantentum und das macht man nicht. Und wir haben dann eher Geheimnisverrat, also wir bestrafen den Whistleblower sogar noch. Aber jetzt haben wir Snowden und dann, seit der Zeit wissen wir, dass Amerika jetzt auch Probleme hat, also Whistleblowing auf einmal auch anders ist. Und dann hat es, also was ich damit sagen will, wenn man sowas macht, dann muss es authentisch sein, sowohl in der Gesetzgebung, auch in den Personen und natürlich auch über Jahre hinweg strukturell immer auch modifiziert. Ich glaube, wir könnten Tage damit verbringen, aus Ihrem Erfahrungsschatz noch einiges zu hören, was Sie da erlebt haben. Eine Frage hätte ich dann ganz praktisch. Was kann so ein Zuschauer, der sagt, ich möchte in dem Bereich Transparenz, Korruptionsbekämpfung aktiv werden, was kann der tun, ganz praktisch? Also sollte immer auf sein erstes Mal, wenn er der Zuhörer ist, der sagt, ich kann mit Korruption nichts anfangen, ich finde dieses Phänomen fürchterlich und ich habe die Dramatik eingesehen, dann sollte er oft auf sein Gefühl auch durchaus hören. Also wenn man meint, ist das schon korrupt, es gibt ja immer so Beispiele, wann nicht und ja, aber wenn er sagt, mit diesem Verhalten würde ich selber am Stammtisch auch an die Öffentlichkeit gehen, das würde ich auch erzählen, dann ist er meistens nicht, dann hat er keine Korruptionshandlung begangen. Wenn er sagt, oh, das sagen wir mal lieber nicht, gell? Dann hat er meistens auch schon eine Korruption begangen, das ist immer für sich selber. Und er sollte auch, wenn er sagt, ich möchte mit Dinge aufdecken oder ich möchte eine Organisation unterstützen, die Dinge aufdeckt, was kann er tun? Also Transparency International ist eine non-political organization, ist ja leider. Das Problem ist, wir haben große Baustellen in Deutschland, zwei haben wir angesprochen, andere noch gar nicht, weil die Zeit uns vielleicht fehlt, fehlt das Unternehmerstrafrecht etc. Aber wenn er sagen will, nein, ich möchte mich da einbringen, dann kann er natürlich vor allen Dingen, und das ist ja unser Problem, weil die Gesetzgebung, wie wir gerade uns erarbeitet und gehört haben,
macht ja zu wenig. Also wir können ja nicht warten, bis nochmal eine Koalitionsgespräche oder auch eine Zeit der Wahlperiode vorübergeht und es passiert wieder nichts, was uns ja schon seit 12 Jahren versprochen ist. Aber ein Problem zu lösen, sowas wie diese 5000 Lobbyisten, wie werden wir die los? Was kann der Zuschauer tun? Wo kann er sich engagieren, damit dieses Problem weg ist, die Beraterverträge wechseln, also wo man einen kleinen konkreten Erfolg erzielen kann? Was könnte man tun? Ja, also ich meine, außer dass er aufgemerkt aufpassen soll, wen er wählt, also wem er an den entscheidenden Tagen das Kreuz gibt und sich sachkundig macht, wer unterstützt mehr Lobbyisten, wer weniger, wer ein Punkt. Aber in diese, wie gesagt, Non-Political Organization, also Transparency International oder Business Crime Control, die sich jetzt speziell auch auf eine saubere Wirtschaftsethik begeben, Business Keeper. Also da gibt's, kann er auch im Internet sich sachkundig machen, kann er googeln, gibt es verschiedene Bereiche, die die Koalition gegen Korruption, so nennen wir vielen Mitstreiter, die sich darum kümmern, dagegen angehen, kann er sich engagieren und einbringen. Das wäre jetzt mal ad hoc der schnellste, effizienteste Weg. Super, vielen herzlichen Dank. Sie, wir werden uns ganz sicher bald wiedersehen, davon bin ich überzeugt. Ich will doch noch die Frage stellen, Sie machen all diese Arbeit, ich habe gelesen, Sie malen, schreiben Gedichte, dass Sie Autor sind, weiß ich, oder wissen die Zuschauer, aber sind politisch engagiert und so. Woher kommt diese Vielseitigkeit? Müssen Sie das irgendwie kompensieren, das Schlimme Erlebte im Beruf mit den Musen des Lebens oder woran liegt das? Ja, ich meine, etwas ausdrücken zu müssen, um in der Gestaltung der Gesellschaft mitwirken zu können. Jetzt kann ich bestimmte Dinge einfach nicht in Worte fassen. Um einen komplizierten Sachverhalt langwierig auf den Punkt zu bringen, braucht es einige Zeilen. Und nur bestimmte Zielgruppen lesen dies auch. Darum gibt es auch Formen, die ich meine, aber zum Ausdruck bringen zu müssen, um eine andere Zielgruppe, um einen anderen Kreis wieder zu erreichen. Und deswegen verwende ich verschiedene Medien, ob das jetzt die Farbe oder die Gestaltung ist, um einen Aufschrei oder einen Schrei, würde es vielleicht ein berühmter Maler auf den Punkt bringen, rüberzubringen, versuche ich dann durch Aphorismen in verschiedenen auf dem Weg Darstellungen das an den Mann zu bringen, wo auch oft Dinge dahinter stecken, schon die kleinen Dinge auch, zum Beispiel wie Kinder auch gern quengeln an der Kasse, um bestimmte Dinge zu erreichen, also wo Korruption in ganz anderen Bereichen, im Theater oder in der Malerei, in der Dichtung, in der wie auch immer ausgeführten Kunst, dies an den Mann bringen zu wollen. Und das treibt mich um. Also diese Mitwirkung an der direkten Demokratie und an der Gestaltung an unserer Gesellschaft, weil wir haben einen ganz, ganz großen Schatz und davor habe ich eine riesen Demut, weil wir dürfen in Deutschland, natürlich müssen wir mit den Konsequenzen leben, aber wir können noch sagen, was wir wollen und können es auch verbreiten. Und diesen großen Schatz sollten wir auch wahrnehmen. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen lieben Dank, Herr Dulata. Ich muss sagen, es war auch so. Die meisten Interviewpartner habe ich, weil Zuschauer sie vorschlagen. Und sie wurden vorgeschlagen und eine Kollegin hat gesagt, es wurde so ein Würzburger Polizist vorgeschlagen. Und jetzt, dürfen Sie mir nicht übel nehmen. Also das erste Bild, wenn ich Würzburger Polizist höre, ist so ein, ich sag mal, Bulle, der durch ein ICE läuft, um Asylanten irgendwie rauszuholen und irgendwo in den Knast zu stecken. Und jetzt treffe ich Sie und lerne einen fantastischen Menschen kennen. Sie haben meinem Bild etwas geschenkt und ich glaube auch einigen Zuschauern, die auch solche Bilder vielleicht im Kopf haben und vielleicht ein sehr guter Botschafter auch für die bayerische Polizei. Dankeschön dafür. Danke. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast ist die Regisseurin Katrin Gebbe. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ich danke. War es okay für Sie? Ja, weiß man nie, aber es hat mich wohl gefühlt. Gesagt haben, nein, ich kann mich da nicht. Also wenn Sie mir einen 50er zustecken, dann lösche ich die.